Die entscheidenden Impulse für den heutigen Börsentag werden erst am Nachmittag erwartet. Da geht es dann los um 14.30 Uhr mit doch relevanten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Da sind dann Erzeugerpreise dabei. Es sind auch die Baugenehmigungen dabei für den Monat Januar. Aber der wichtigste Datensatz sind sicherlich die Baubeginne für den Monat Januar. Zuletzt lagen diese aufs Jahr hochgerechnet bei 999.000. Eine schöne Zahl. Aber Analysten sagen, das dürfte sich reduziert haben auf 950.000, da wir vor allen Dingen ja in den Vereinigten Staaten von Amerika diesen harten Wintereinbruch hatten. Und auch jetzt im Februar gab es noch Meldungen, dass es erneute heftige Schneefälle gegeben haben soll. Und auch das dürfte dann im Februar die Zahlen nochmals hier belasten. Deswegen ist man schon auf einen eindeutigen Rückgang hier eingestellt und vorbereitet. Aber am Ende müssen die Zahlen natürlich beweisen, wie sie tatsächlich ausgefallen sind und wie die Baubeginne dann hier tatsächlich ausgefallen sind. Und dann können sich Börsianer wieder orientieren und die Daten dann entsprechend einordnen. Und so lange passiert im Augenblick hier nicht allzu viel. Der deutsche Aktienindex liegt mit 16 Punkten oder 0,2% im Minus bei 9.643 Zählern. Und auch die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger tut im Moment kaum etwas. Es gibt eine zögerliche Haltung. Wir haben am Morgen entschlossene Käufe gesehen bei Knockout-Puts und Put-Optionsscheinen. Da setzte man also eher auf fallende Kurse des DAX. Der ist jetzt ein bisschen zurückgekommen, aber so stark nun auch wieder nicht. Und deswegen beruhigt sich auch hier aktuell die Szenerie. Und insofern ist die Spannung dann also groß, wie es dann am Nachmittag aussieht. Um 20 Uhr kommt dann freilich auch noch das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Notenbank FED in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch das gibt ja neue Aufschlüsse darüber, wie denn so die Meinungslage innerhalb des Gremiums, was nun für die Geldpolitik zuständig ist, angeführt natürlich von Janet Yellen, wie diese Meinungslage ausfällt und wie man dies einzuschätzen hat. Und auch daraus ergeben sich dann immer wieder neue Erkenntnisse. Wir bekommen dann auch noch Zahlen einiger Unternehmen, aber das sind auch nicht die ganz großen Namen heute hier dabei, vielleicht mal abgesehen von der deutschen Börse. Also Zeit für uns mal ganz kurz noch auf zwei Einzelwerte zu schauen. Rheinmetall hat Zahlen vorgelegt, da die Aktie jetzt mit 3% im Plus bei 53,74 Euro, weil den Analysten hier gefiel, dass die Gewinnmarge der Autozuliefersparte, so heißt es hier ganz genau, bei 7% lag. Einige Analysten sind hier von weniger ausgegangen, zum Beispiel von 6,3%. Deswegen klettert die Aktie jetzt auf ein 2,5-Jahres-Hoch. Das lag bei 54,95, jetzt aber wie gesagt 53,74. Nicht mehr ganz so kräftig der Aufschlag, aber immerhin noch sehr deutlich. Tom Taylor leidet dagegen. Die Aktie bricht ein um 9% auf 13,97 Euro aufgrund des hier doch sehr enttäuschend gelaufenen Weihnachtsgeschäfts.